Sie hat jahrelang zu den Publikumslieblingen gehört. In fast 400 Folgen spielt Simone Hanselmann in der Erfolgssoap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten die Rolle der Anna Meissner. 1999 dann das Überraschende aus. Die Darstellerin, die damals ein Model mit multiplen Persönlichkeiten spielt, verabschiedet sich mit einem dramatischen Ende von den Fans. Nach einem versuchten Doppelmord verschwindet ihre Figur Anna Meissner in die Psychiatrie. Seitdem ist es etwas ruhiger um Simone Hanselmann geworden. Doch ganz untätig war sie nicht, wie die 37-Jährige beim New Faces Award in Berlin im bunte.de Interview verrät. Naja, ich habe einiges gemacht. Oft, wenn man Filme macht, laufen die ja nur einmal, ne? Oder im Kino halt auch nur ein paar Wochen. Deswegen ist das immer nicht so präsent wie diese Serien. Aber ich habe auch immer wieder Serien gedreht und drehe auch aktuell eine Serie. Bin also dann auch wieder regelmäßiger on screen. Ich wollte tatsächlich dann auch erstmal eine Weile irgendwie da sein mit dem Baby und jetzt ist sie kein Baby mehr, jetzt kann ich wieder voll arbeiten, jetzt ist schön. Ihre kleine Tochter ist 2013 auf die Welt gekommen. Nach ihrer Babypause sind es aber vor allem Serien, in denen die schöne Berlinerin zu sehen ist. Und das hat seinen Grund. Ich fand es auch immer schön, Sachen zu drehen, die dann wirklich ein großes Publikum haben. Und deswegen bleibe ich den Serien irgendwie treu, ja. Dürfen ihre Fans also doch noch auf ein GZSZ-Comeback der Darstellerin hoffen? Simone Hanselmann hat diesbezüglich eine klare Meinung. Nee, also dauerhaft würde ich das tatsächlich nicht mehr machen wollen. Nee. Zum Glück dürfen wir die 37-Jährige schon bald in der ZDF-Soap Der Bergdoktor bewundern.